Eva Bascherano, Merhabala, hallo und herzlich willkommen zur Veranstaltung Erdogans Ende, die Türkei zwischen Wirtschaftskollaps und neuen Deals. Dieses ist organisiert von der Kurdistan AG, der Interventionistischen Linken Berlin und der HDK Berlin. Bevor ich weiterspreche, ganz kurz die Ansage, dass es Übersetzungen auf Deutsch und Türkisch gibt und ihr euch vorne gegenüber der Theke ein Gerät abholen könnt, wer das noch nicht gemacht hat. Erkin, kannst du das auf Türkisch kurz sagen? Değerli konuklar, toplantıda tercüme var, simultane tercüme. Eğer Almanca anlamıyorsanız arkadan tercüme ekipmanlarını almanız mümkün. Lütfen şimdi alın. Dankeschön. Ja, Anlass dieser Veranstaltung gab uns die tiefgreifende Wirtschaftskrise in der Türkei. Und insbesondere der anstehende Besuch Erdogans hier in Berlin am kommenden Freitag. Diesen Staatsbesuch wollen wir unseren Protest entgegenstellen, indem wir bei der Demo Erdogan Not Welcome uns auf der Straße treffen. Um 16 Uhr am Potsdamer Platz geht's los. Gut, wir sitzen hier zu viert auf dem Podium. Mein Name ist Ela und ich bin von der Interventionistischen Linken Berlin. Ich darf die Veranstaltung heute Abend moderieren und ganz außen, also links von mir, rechts für euch, sitzt Erkin Erdogan. Er ist Berliner Aktivist bei der HDK und jetzt darf ich doch den Joke machen. Sein Nachname, auch wenn er gleich ist wie der, gegen den wir protestieren, er hat nichts mit ihm zu tun. Neben mir links sitzt Nazan Üstündar. Sie ist Soziologin aus Istanbul, jetzt Berlin und bei den Academics for Peace aktiv. Und rechts von mir, also ganz links für euch, sitzt Axel Gehring, Politikwissenschaftler aus Marburg. Ja, wir werden uns heute Abend die Krise in der Türkei genauer ansehen, vor allem über die Spaltungslinien innerhalb des herrschenden Machtblocks sprechen, aber auch über die Opposition und über den Protest in der Türkei und dann auch nochmal den Bogen spannen nach Berlin. Und genau, wir hoffen, euch natürlich alle auf der Straße zu sehen am Freitag. Das soll auch schon reichen von mir als einführende Worte. Und ich würde mit dir, Axel, gerne beginnen. Ich habe ja schon gesagt, dass es eine tiefgreifende Wirtschaftskrise in der Türkei gibt, die überall spürbar wird. Kannst du uns was sozusagen zur Geschichte, zur Entwicklung dieser Wirtschaftskrise erzählen? Naja, fangen wir mal an Mitte der 2000er Jahre, also 2007, 2008, haben wir ja die globale ökonomische Krise gehabt. Bis dahin konnte die Türkei relativ stark wachsen aufgrund einiger neoliberaler Reformen, die sie durchgeführt hatte. Die haben viel internationales Kapital angezogen. Die Sache war dann die, man merkte schon ab 2007, 2008, dieses Kapital war auf den Märkten nicht mehr so flüssig verfügbar. Es gab weniger Investitionen, dann gab es ja auch 2009 einen relativ scharfen Wachstumseinbruch aufgrund nachlassender Exporte. Aber es gab natürlich jetzt nicht so eine Krise wie in den mediterranen EU-Staaten. Und es hängt eben auch stark damit zusammen, dass die Türkei Ende der 2000er Jahre anfing, nicht mehr so einen orthodoxen Neoliberalismus zu machen, schon gar nicht solche Sparpolitiken, wie wir sie aus jetzt
Griechenland oder Spanien oder Portugal kennen, sondern stattdessen wurden durchaus auch staatlich administriert in Form von Public-Private-Partnership-Projekten, Großprojekte gestartet. Es war eine relativ niedrige Zinsrate seitens der Zentralbank gesetzt. Und so konnten einerseits natürlich noch ausländisches Geld durch Investitionen angezogen werden, andererseits im Inland eine expansive Geldpolitik gemacht werden. Und das Wirtschaftswachstum schien auch die Rückzahlung der Kredite zu garantieren. Aber durch die expansiv neoliberale Politik sank zugleich der Wechselkurs. Und das hieß natürlich, dass die Last der Auslandskredite immer drückender wurde. Und das sind eigentlich die strukturellen Ursachen, ich komme später noch zu weiteren, die eben dazu führten, dass es zu so einer Art Schuldenkrise dann kam. Und das ist das Problem, das wir natürlich jetzt aktuell haben, ist die Währungskrise selber, macht sich hauptsächlich darüber bemerkbar, dass sie die großen Unternehmen belastet, im Sinne von, sie haben Probleme, ihre Schulden zu bedienen. Gleichzeitig möchte natürlich die türkische Regierung nicht, dass sie Insolvenz anmelden, macht sogar Erlasse, nach denen ihnen das verboten ist. Und zugleich erlebt die Bevölkerung schon seit einigen Jahren, dass natürlich auch ihr Einkommen, das sie real zur Verfügung haben, aufgrund der Inflationsrate, die auch aus dem Wechselkursverfall kommt, einfach sinkt. Aber das Schlimmste steht noch bevor. So ist deine Einschätzung. Ja, bei der Krise in der Türkei handelt es sich um eine Krise der Kapitalverwaltung. Wie ist diese denn beeinflusst durch die korrumpierte Schattenwirtschaft Erdogans? Kannst du uns das erläutern? Ja, der Punkt ist ja der, die Türkei hat natürlich auch sehr viel Wirtschaftswachstum in den 2000er Jahren erlebt und auch die großen Privatisierungsprozesse. Unternehmen haben große Gewinne gemacht. Es wurden auch viel neoliberale Stadtentwicklung betrieben. Es gab einen großen Bauboom. Der Punkt ist jetzt, der Kern von Wirtschaftskrisen ist eigentlich in den wachsenden Unternehmensprofiten angelegt, die natürlich wieder reinvestiert werden in neue Projekte. Aber die Kaufkraft wächst sozusagen nicht analog zur Ausweitung des Angebotes. Auch einfach aufgrund der Kräfteverhältnisse zwischen den Klassen. Und wenn sozusagen die Kaufkraft nicht mehr ausreicht, um das zu kaufen, was es zum Beispiel auf den Märkten angeboten wird. Also wenn zum Beispiel Stagnationstendenzen sich im Immobiliensektor bemerkbar machen, dann tritt eben das ein, was marxistische Wirtschaftstheorie als Überakkumulationskrise bezeichnet oder was wir auch als ein Absatz- und Profitabilitätsproblem bezeichnen kann. Darauf hat die Regierung natürlich auch reagiert, indem sie sozusagen auch staatlich administriert in Form von Public-Private-Partnership-Projekten die Großinfrastrukturentwicklung betrieben hat. Und ich würde auch behaupten, viele Infrastrukturprojekte, wie zum Beispiel die dritte Bosporusbrücke, würden unter sozusagen normalen Marktbedingungen sich niemals rentieren, aber normale Marktbedingungen gibt es sowieso nicht. Und der Punkt ist der türkische Staat selber ist dann in der Form aktiv geworden, indem die AKP vor allem jene Kapitalfraktionen unterstützt hat, die enge Patronagebeziehungen zu ihr unterhalten. Die sitzen vorwiegend in der Bauindustrie. Es konnte aber auch durchaus getragen werden von so großen Unternehmen wie, sagen wir mal, die türkischen Holdinggesellschaften, die TÜSİAD, also das traditionell starke westtürkische Kapital, weil nämlich der Bauboom ja auch Nachfrage in anderen Industriesektoren produziert hat.